Mehr als 80 persönliche Gegenstände des ehemaligen Tennisstars Boris Becker stehen zum Verkauf. Am 28. Juni endet eine Online-Auktion, bei der die Objekte auf Anordnung von Beckers britischem Insolvenzverwalter Mark Ford versteigert werden sollen. Eigentlich hätte das Insolvenzverfahren diese Woche auslaufen sollen, wurde jedoch bis Ende Juli verlängert. Angeblich wegen mangelnder Kooperation, wie es seitens des Insolvenzverwalters heißt. Der Verbleib eines Teils von Beckers Trophäen sei ungeklärt. Becker selber macht zusätzliche Zinsforderungen des Hauptgläubigers für die Verlängerung verantwortlich. Die Auktion durfte eine sechsstellige Summe erbringen. Dies sei allerdings angesichts der großen Anzahl von Ansprüchen, man bewege sich derzeit in einer Größenordnung von mehreren 10 Millionen Pfund, ein relativ kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Unterdessen versuchen Beckers Anwälte, diplomatische Immunität für ihren Mandanten geltend zu machen. Becker hat im April mitgeteilt, er sei von der zentralafrikanischen Botschaft in Brüssel zum Attaché für Sport, Kultur und humanitäre Angelegenheiten ernannt worden. Regierungsvertreter des bitterarmen Landes widersprechen dem aber teilweise. Becker genieße keine diplomatische Immunität, so der Außenminister Charles Armel Douban, und der Pass sei eine Fälschung. Ich besitze zum aktuellen Zeitpunkt kein von mir unterschriebenes Dokument, das bestätigt, dass Herr Becker Mitglied des diplomatischen Teams der Zentralafrikanischen Republik in Belgien ist. Dieser Ausweis, der ihm von ich weiß nicht wem ausgehändigt wurde, ist Teil einer Ausweisladung, die 2014 während der Übergangsregierung entwendet wurde. Zu den zu versteigernden Objekten gehören unter anderem eine goldene Kamera, ein Bambi und eine Replik des US Open Pokals, für die am Mittwochabend das bislang höchste Gebot entfiel, umgerechnet rund 17.200 Euro.